Ja, Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es mal um etwas, was sehr, sehr viele gerade jetzt in der kalten Jahreszeit interessieren wird. Ich habe nämlich hier drei unterschiedliche Rotary Tools, beziehungsweise das sind so Feinbohrschleifer, sagt man auch. Manch einer sagt auch einfach Dremel dazu. Das ist jetzt heute auch schon ein geflügeltes Wort, auch wenn Dremel natürlich eine eigene Marke ist. Diese kommen hier von Depstech und die stelle ich euch jetzt gleich ganz genau vor. Wie schon gesagt, viele, die jetzt basteln in der kalten Jahreszeit, da wird dann einfach ein neuer Feinbohrschleifer benötigt. Und da hat jetzt Depstech für euch drei neue Modelle auf den Markt gebracht, nämlich zwei mit Akkubetrieb und einen, der hier schnurgebunden ist. Die unterscheiden sich größtenteils darin, dass sie eben verschiedene Leistungsdaten haben. Preislich liegen die alle so zwischen 50 und 70 Euro. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis auch abrufen, wenn es noch einen Code vom Hersteller gibt, dann findet ihr den natürlich auch unten und ich verlinke euch auch immer einiges an Zubehör, sodass ihr dann auch gleich damit loslegen könnt. Wir haben zum einen hier das kleinste Modell, das DC08. Das ist eben dafür ausgelegt, ja, um eben wirklich sehr handlich zu sein, mal schnell was zu machen, ist auch gleichzeitig das günstigste Modell soweit. Geht bis 30.000 Umdrehungen, ist natürlich dann soweit eingeschränkt, aber die meisten Akkugeräte gehen eben tatsächlich bis 30.000 Umdrehungen. Wir haben einen 2 Amperestunden Akku hier drin verbaut, wohingegen wir dann hier dann das A1L haben. Das hat einen 2,5 Amperestunden Akku verbaut, hält dann logischerweise auch ein bisschen länger, geht auch bis 30.000 Umdrehungen. Wenn wir das Ganze jetzt auf Parkside projizieren wollen, wäre das hier das normale Parkside-Gerät und das wäre hier dann das Parkside Performance Gerät, aber es ist halt kein Parkside, auch wenn es hier ähnlich aussieht. Wir haben dann hier noch das kabelgebundene Gerät, das DM200A. Das hat eine Leistung von 200 Watt und wir haben hier eine Umdrehungszahl von bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute. Und das ist natürlich dann bei manchen Anwendungen, wenn ihr Glas graviert oder sowas, vielleicht dann schon essentiell, dass das hier wirklich dann nochmal um ein Drittel mehr hat. Und je nachdem, was ihr dann benötigt, könnt ihr euch natürlich dann für die einzelnen Geräte entscheiden. Ja, ansonsten packen wir jetzt einfach das erste Gerät mal aus und gucken, was im Lieferumfang drin ist und wie das Ganze hier funktioniert. So, dann fangen wir mal mit dem DC08 an. Alle Geräte kommen hier in so einem Aufbewahrungsköfferchen. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Machen wir das mal auf, gucken wir dann hier mal rein. So, das wirkt jetzt schon mal erstmal aufgeräumt. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall dann eine Bedienungsanleitung auch noch mit dabei und einiges hier an Zubehör, nämlich hier haben wir Schleifrollen mit dabei, Trennscheiben mit dabei, Bohrer mit dabei, solche Filze sind dabei, kleine Bürsten sind dabei, hier sind Trennscheiben noch mit dabei, die ihr dann gleich verwenden könnt. Dann haben wir hier, was ist das hier? Ach, so ein Funkenschutz ist das, wenn ihr jetzt das Ganze als kleinen Trennschleifer nutzen wollt, als Mini-Flex sozusagen, damit euch die Funken dann nicht entgegensprühen, kann man das dann hier drauf bringen. Dann haben wir ein Ladekabel mit dabei, ein Netzteil, so ist nicht mit dabei. Ich verlinke euch aber eins unten, wenn ihr da ein separates haben wollt, könnt ihr das dazu kaufen, ansonsten einfach das vom Handy nehmen. Und dann haben wir hier einen sogenannten Fräskorbaufsatz, den können wir hier vorne draufschrauben und dann können wir das Ganze so bewegen wie eine Oberfräse und können dann zum Beispiel auch so Werkzeugeinlagen machen oder sowas, kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Übrigens ist das Ganze dann mit dem Original Dremel-Zubehör auch kompatibel. Das heißt, ihr könnt das hier vorne dann draufschrauben. Spannzangen könnt ihr natürlich auch unterschiedliche einsetzen. Hier ist eine 3,2 mm Spannzange drin. Dann haben wir hier vorne die Spindellockarretierung, dass wir das Ganze hier dann auch spannen können. Ansonsten könnten wir das ja nicht festdrehen. Den Ein- und Ausschalter seht ihr hier. Ja, und ansonsten ist das ein ganz normaler Feinbohrschleifer, wie man den kennt. Führt man dann eben so, wenn man irgendwie gravieren möchte, wenn man bohren möchte oder wenn man eben, wie gesagt, hier diesen Aufsatz nehmen möchte, dann schraubt man den hier einfach mit drauf und dann nutzt man das wie eine Oberfräse. Wenn wir den jetzt einmal einschalten, dann sehen wir hier, können wir die Geschwindigkeit regulieren, in mehreren Stufen das Ganze abstufen und hier unten sehen wir dann,
eben noch die Akkupower, die dann hier vorhanden ist. Ein bisschen schade ist, dass das eben nicht stufenlos geht, sondern das Ganze hier in 5 Stufen unterteilt ist. 5, 15, 20, 25, 30. Das steht dann eben für die 30.000 Umdrehungen. Also in 5.000er Schritten ist das dann eben abgestuft. Dann haben wir hier hinten noch so einen kleinen Henkel mit dran. Das ist so ein Metallclip, den man ausklappen kann und dann kann man das Ganze hinhängen. Ja, zum einen gibt es flexible Aufsätze, die dann wie so ein Flexschlauch sind und die kann man dann draufnehmen, um das dann eben separat zu nutzen, also das Gerät hinzulegen und mit dieser flexiblen Welle dann zu arbeiten. Oder man kann das Ganze an Schwanenhals aufhängen, dass man das dann immer in Griffnähe hat oder sowas. Ich kann euch da, wie gesagt, einiges an Zubehör nochmal verlinken. Ja, ansonsten, wie gesagt, verschiedene Aufsätze gleich mit dabei. Gucken wir mal uns das nächste Gerät an. Ja, auch das zweite Gerät hier, das A1L, kommt hier in dem gleichen Koffer, auch in der gleichen Größe, hat hier auch dieses Zubehörset mit dabei, hat auch den Aufsatz hier mit dabei für den Funkenschutz, ein Kabel mit dabei, auch den Oberfräsenkorb mit dabei. Dann haben wir hier noch eine Leuchte mit dabei, das unterscheidet eben den Lieferumfang dann auch noch. Die können wir dann eben hier, wenn wir da diesen Nippel rausziehen, dann wird das Ganze hier vorne mit draufgeschraubt auf diesen Aufsatz und dann habt ihr hier halt auch noch eine Beleuchtung mit dabei. Das ist also auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, und ansonsten unterscheidet sich das Gerät jetzt nur farblich, wenn wir das jetzt hier uns mal angucken von der Größe her und sowas, ist das hier alles komplett gleich, auch wenn das Gerät dann eben einen größeren Akku eingebaut haben soll, aber ansonsten die Bedienung ist hier komplett die gleiche. Ja, und dann haben wir als nächstes hier noch das andere Gerät, das kabelgebundene Gerät. Da ist sogar eine flexible Welle mit dabei. Das ist das, was ich meinte, dass ihr das eben das Gerät daneben legen könnt oder hinhängen könnt und dann das Ganze soweit übertragen könnt bis zum Arbeitsort. Bedienungsanleitung ist mit dabei. Dann haben wir auch hier Schleifhülsen mit dabei. Trennscheiben sind hier mit dabei. Das gleiche Set ist hier mit dabei. Dann haben wir hier nochmal diesen Funkenschutz mit dabei. Hier allerdings keinen Fräskorbaufsatz mit dabei. Ist ein bisschen schade, dafür dann wie gesagt hier die flexible Welle und dann müsst ihr eben sehen, ob ihr euch hier noch so einen Fräskorbaufsatz dazu kauft. Die sind auch, ich glaube, unter 10 Euro kosten die. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das dann gleich auch mit dazu bestellen. Auch hier einmal so ein Bügelsystem mit dran, dass wir das Ganze dann auch aufhängen können. Ein- und Ausschalter ist hier unten verbaut. Hier an die Kohlen kommt ihr auch noch mal ran, wenn ihr die mal austauschen müsst. Da ist ein Kohlenmotor logischerweise drin. Hier vorne dann auch die Spindellok-Arretierung. Das Ganze wirkt ein bisschen klobiger, muss man sagen, als die Akkugeräte, ist auch deutlich schwerer, hat natürlich auch deutlich mehr Leistung, muss man natürlich auch sagen. So, angeschlossen habe ich das Gerät jetzt auch mal. Hier habt ihr tatsächlich eine stufenlose Verstellung. Da könnt ihr wirklich dann ganz sanft hier Gas geben, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann schalten wir das Gerät mal ein. Ganz langsam eben. Und dann können wir das Ganze hier wirklich sehr fein regulieren und dann eben wirklich richtig hochgehen, bis wir dann auf 40.000 Umdrehungen sind. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Also da hat das Kabelgerät dann meines Erachtens nach dann die Nase vorn. Ein bisschen umständlich ist das hier, dass das hier der Ein- und Ausschalter auf dieser Seite ist. Hier hätte ich mir vielleicht hier oben dran gewünscht, dass man das schneller ausschalten könnte. Hier vielleicht mit dem Zeigefinger, wenn man das Gerät so führt. So muss man das erstmal absetzen, zur Seite drehen und so weiter. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Das lenkt ja letztendlich dann nicht von den technischen Eigenschaften dann ab oder was ihr dann damit eben machen könnt. Jetzt können wir uns hier mal so einen typischen Arbeitszweck ansehen, nämlich solche Gewindestangen zum Beispiel trennen. Ich habe jetzt hier einmal diese Trennscheibe drauf gemacht und diesen Funkenschutz. Und dann drehen wir hier mal auf volle Pulle auch auf. Und dann können wir hier, wie gesagt, solche Sachen dann auch trennen. So, und ihr seht, das hat jetzt hier hervorragend funktioniert, ist natürlich jetzt kein Ersatz für einen Winkelschleifer, aber wenn man so kleine Arbeiten eben mal machen muss im Modellbaubereich oder sowas, da ist sowas natürlich eine ganz tolle Geschichte. So, dann habe ich jetzt hier mal eine Schleiftommel draufgebracht. Die werden hier einfach auf so eine Gummiwalze gezogen und werden dann hier oben mit dieser Schraube dann gekontert, sodass diese Gummiwalze ein bisschen auseinandergepresst wird. Und dadurch hält dann diese Trommel auf diesem Gummi drauf. Und dann können wir hier auch nochmal anmachen und dann werden wir mal hier so ein typisches Holz damit bearbeiten. Und da seht ihr,
Das funktioniert eben auch ganz hervorragend. Wenn wir da wirklich kleine, feine Arbeiten machen möchten, dann können wir das mit solchen Feinbohrschleifern eben hervorragend erledigen. So, bohren könnt ihr natürlich auch damit. Es gibt solche Bohraufsätze. Und dann könnt ihr zum Beispiel in Holz reinbohren. Das geht also auch ganz hervorragend. So, könnt ihr Löcher reinmachen, sogar hier in Siebdruckplatte oder sowas. Und das ist dann wirklich äußerst präzise. Natürlich gibt es dafür auch richtige Bohrersätze. Ganz kleine Bohrer, ganz feine Bohrer, ganz dicke Bohrer etc. Kleine Forstnerbohrer habe ich auch schon gesehen für sowas. Und damit könnt ihr dann wirklich sehr, sehr umfangreich mit diesen Feinbohrschleifern eben arbeiten. So, und dann können wir uns den Fräskopf hier nochmal angucken. Ich habe jetzt hier so einen Fräser-Bit drauf gemacht. Der ist jetzt halt mit dabei. Es gibt auch unterschiedlichste, logischerweise. Und dann können wir hier den Fräskorb so regulieren, dass wir wirklich dann tief eintauchen können oder eben uns vortasten können. Aber am Anfang würde ich das jetzt wirklich nur so ein Millimeterchen rausgucken lassen, aufgrund der Leistung der Geräte, logischerweise. Und ansonsten leidet natürlich das Material und das Gerät. Und dann könnt ihr den Fräskorb eben so führen. Wir können das ja mal hier ausprobieren. Machen wir das mal an. So, und dann könnt ihr hier, wie gesagt, wie mit einer Oberfräse dann Nuten fräsen oder irgendetwas, vielleicht ein Klingelschild machen oder irgendwie Glas oder sowas. Gut, da braucht ihr nicht den Fräskorb zu, aber solche Dinge kann man eben dann mit so einem Oberfräsenkorb dann eben machen. Und ich habe da auch noch eine Idee für euch. Denn man kann auch solche Werkzeugeinlagen zum Beispiel fräsen. Das habe ich eben auch damit gemacht. Einfach hier diesen Schraubenschlüssel drauflegen, einmal umzeichnen und dann mit diesem Fräskorbaufsatz dann hier innen alles rausnehmen. Und das funktioniert also hervorragend. Das nennt sich dann so, ja, Shadowboard kann man sagen oder eben Werkzeugeinlage. Und da gibt es dann eben auch solche Rohlinge. Und dann könnt ihr euch sowas dann für eure Werkzeugkisten dann selbst herstellen mit dem Gerät. Ja, und das sind halt diese Feinbohrschleiferarbeiten, die man damit hauptsächlich machen kann. Ich weiß, ihr habt da noch andere Anwendungsmöglichkeiten für. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mit solchen Feinbohrschleifern daheim alles so macht. Wie gesagt, alles mit Dremel-Zubehör auch kompatibel und natürlich auch Nachbauten sind damit kompatibel. Ich verlinke euch einiges, was ich meine, was ganz interessant ist, auch unten natürlich auch die Geräte. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.